Grüß Gott allerseits. So. Das ist eine ziemliche Arbeit, was uns vorsteht. So. Die Striche, natürlich, da gibt es unglaubliche Probleme. Ich habe angeschaut, was im Material drin war, bin ich gar nicht einverstanden. Ich habe einige Vorschläge. Auch wir werden gleich sehen. Ein Problem bleibt es im Scherzo. Das Scherzo hat wirklich Stricheprobleme. Wir werden das zusammen besprechen und auch zusammen entscheiden. Bitte sehr. Eins, 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 eins. Das ist nie im Leben eine Achtel, das ist eine Übersechzehntel. Quasi eine Siebzehntel ist das. Timbabam heißt es. Timbabam, pimbabam, pimbabam. Das ist der Nerd. Timbabam, bam, babam, bam. So breit ist sie. Und Teptram, das ist doch nie im Leben die Neunte. Also sehr, sehr bewachen den Arm. Eins, 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 eins. Es ist unglaublich schön komponiert. Nichts ist der letzte Satz, da ist sehr, sehr in der Luft alles. Hier eine einzige Exigenz, ein Bedarf. Wenn Sie nach den ersten vier Themen nicht leichter werden und bleiben auf dieses gewisse Piano, hört man nicht mit derselben Frische den nächsten Einsatz. So, ich werde die Stimmen mit einem Rot Stift so markieren, diese vier Takte des der Kopf des Themas. Pim, pram, papapa, pipapapapa, wenn ich, wie die Bratsche kommt und dann Cello. So dass es sich abhebt. Es ist wunderbar auch da eng geführt. Jetzt sind die Einsätze alle viertaktig entfernt. Es kommt aber. Pim, rapapa, pipapa, zwei Takte, titi, japapa, pipapa, papapa, unglaublich. Wenn sie aber bleibt undifferenziert, kommt diese absolut geniale Frische von ihm. So rein gehört es, dabei war er schon taub, als er das geschrieben hat. Wie stark die Kraft der Verinnerlichung in seinem Geiste war, dass er gar nicht mehr Klang brauchte und wusste genau, wie es klingt. So. Kontrapunktischer die Situation, desto notwendig die Aufhebung des ersten Schlages. Nicht Pianissimo, sondern ihr müsst mehr. Weil die Masse, es ist zu viel los. Und wir müssen uns behaupten gegen diese etwas grautendierende Masse. Wenn wir nicht das aus raufheben, ist es grau. Es ist ein D-Moll, nichts anderes. Ja, noch einmal. Ich bedanke mich für eure Geduld. Ich weiß, ich habe wunderbare Ferien gehabt und ihr habt nichts gehabt. Also ihr spielt ein Konzert nach dem anderen. Das ist ein Mord, ist ein Kulturmord. Aber wie kann ich das verändern? Das nächste Mal komme ich als Milliardär und hoffentlich werde ich noch ein gutes Ohr haben, mache ich ein Orchester und ihr kommt auch mit, ja? Und dann bezahle ich das alles. Denn wirklich, wie oft kommt ihr hier absolut ohne jede Form von,
Freude und von Spaß und wir müssen, weil wir davon leben. Musik kann nicht gemacht werden nach Verträgen. Musik muss auch ohne Geld gemacht werden. Aber wir müssen trotzdem gut leben. Also. Jeder mit seinen Möglichkeiten. Es gibt welche, die einen Harem brauchen, alle, die überhaupt keine Frau brauchen. Und die werden auch mit einem Mann zufrieden. Also. Bitte sehr. Weg. Wunderbar, wunderbar. Wow. Ja. Also ich liebe das wirklich. Wenn ich das spiele, kommt mir vor, als die schönste Musik, die ich je gemacht habe. Ja, Kinder, eine Bitte.